Robert, du hast dich ja in deinem letzten Buch mit der Geschichte des österreichischen Gewerkschaftsbundes beschäftigt. Und was würdest du sagen, wenn du dir so die letzten 30 Jahre seiner Entwicklung anguckst, was hat sich da verändert? Also früher hätte man ja gesagt, dass der ÖGB eine der mächtigsten Gewerkschaften der ganzen Welt ist. Heute sprechen alle von Niedergang und von Krisenerscheinungen und von einem Bedeutungsverlust. Würdest du sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau oder müssen wir uns wirklich ernsthaft Sorgen um den ÖGB machen? Ja, Jammern auf hohem Niveau trifft es eigentlich ganz gut, weil das ja auch ein Merkmal der österreichischen Gesellschaft insgesamt ist. In Österreich merkt man ja auch sehr stark, dass die Leute sich immer wieder beschweren über die dortigen Zustände. Und wenn man aber in die Statistiken, in die Sozialstatistiken schaut, merkt man eigentlich, dass es Österreich ganz gut geht im Vergleich zu anderen Ländern. Und so ist es auch mit dem österreichischen Gewerkschaftsbund. Verglichen mit, ich sage jetzt einfach mal, 1980 ist er natürlich deutlich schwächer geworden. Er hat kein Geld mehr, die Mitglieder sind ihm davon gelaufen, die politische Macht hat abgenommen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass der österreichische Gewerkschaftsbund nach wie vor eine der stärksten Gewerkschaften der Welt ist. Er hat nach wie vor über 1 Million Mitglieder, was im Verhältnis zur österreichischen Bevölkerung, die bei ungefähr 8 Millionen liegt, immer noch sehr hoch ist. Anfang der 80er Jahre hatte er 1,6 Millionen Mitglieder. Ich glaube, im Moment liegt die aktuelle Zahl bei 1,2 Millionen. Insofern ist der Unterschied zwar nicht gering, aber auch nicht bedeutend groß. Und zwar sprach man Anfang der 80er Jahre noch von einem Gewerkschaftsstaat in einer Mischung aus Ehrfurcht und Misstrauen. Das würde man heute mit Sicherheit nicht mehr machen. Also insofern hat sich von der politischen Macht her gesehen die Situation für den ÖGB schon deutlich verschlechtert. Nach wie vor stellt er aber zum Beispiel den Arbeitssozialminister. Er ist beteiligt an politischen Entscheidungen. Die Gewerkschaften und ihre Klientel müssen in der österreichischen Politik nach wie vor berücksichtigt werden. Und zuletzt gab es auch wieder eine Art Backlash der Sozialdemokratie, dass die SPÖ auch wieder auf den ÖGB zugeht und man deutlich merkt, dass beide Organisationen gemeinsam Politik machen wollen, was in den letzten Jahren zum Beispiel nicht der Fall gewesen ist. Warum hat sich der ÖGB eigentlich so schwer damit getan, sich zu verändern und an die neuen Herausforderungen anzupassen? Ja, es ist in der Tat erstaunlich. Das war auch die Frage, die mich umgetrieben hat. Also warum eine anfangs so starke und große Organisation über eine so lange Zeitspanne von 3 Jahrzehnten hinweg dauerhaft in einem solch problematischen Zustand verbleibt, ohne dabei allerdings zu kollabieren oder sich zu regenerieren. Und ja, die Gründe dafür liegen sowohl in der Organisation wie auch außerhalb. Und zwar war es natürlich so, dass der ÖGB diese 30 Jahre über natürlich nie wirklich schwach gewesen ist. Er hatte, wie gesagt, immer oberhalb dieser magischen Schwelle von 1 Million Mitgliedern, die dann auch die Gelder eingezahlt haben. Insofern konnte er auch den Organisationsapparat finanzieren. Und von der politischen Macht hat sich auch relativ lange nicht viel verändert. Gewerkschaften waren einflussreich, ob sie viele Mitglieder hatten oder nicht. Und genauso war das auch mit den Finanzen. Hinzu kam, dass, wie gesagt, die österreichische Gesellschaft sich schon stark zum Beispiel von der deutschen unterscheidet. Die Österreicher sind etwas autoritätsverliebter, das heißt, sie haben sich auch eher dazu bereit erklärt, in dieser Organisation zu verbleiben, auch wenn sie sich zum Beispiel nicht besonders partizipativ verhält oder viele demokratische Spielräume gewährt in der Organisation. Das hat dann vielen Leuten dann oft nichts ausgemacht. Außerdem ist es dann auch in der österreichischen Gesellschaft stärker als vielleicht in anderen der Fall, dass eine Organisation wie der ÖGB auch noch den Eindruck erweckt, als könnte man mit einer Mitgliedschaft dort auch Karriere machen. Das waren dann alles so Stabilisatoren, die dazu geführt haben, dass immer relativ viele Mitglieder hinzuströmten, dass sich also die Mitgliedschaft auch regelmäßig erneuert hat, wenn auch mit sinkendem Niveau. Und solange genug Geld da war, brauchte eigentlich auch niemand in der Organisation irgendwas machen. Die Karrieremuster waren eigentlich auch festgefügt, sodass man, wenn man einmal in der Gewerkschaft war, davon ausgehen konnte, dass man dort auch blieb als Angestellter. Und genauso verhielt es sich dann auch in der Organisationsspitze. Es gab da zwar oft auch
Rivalenkämpfe zwischen den Vorsitzenden der einzelnen Gewerkschaften und des großen eben Gesamtbundes. Aber im Endeffekt hat das nie irgendwelche Auswirkungen dann bei Abstimmungen gehabt. Die Leute sind alle wiedergewählt worden. Es gab sowas wie automatische Karrieren, die auch relativ ungefährdet waren. Insofern hatte eigentlich keiner irgendwo die Notwendigkeit in der Organisation gesehen, was zu verändern. Das wiederum änderte sich dann Mitte der 2000er Jahre. Da gab es den sogenannten Babak-Skandal. Das drehte sich dann um die Gewerkschaftsbank, die ist pleite gegangen. Da haben dann Manager mit Geldern auf Finanzmärkten spekuliert. Die Organisation ist dadurch pleite gegangen. Plötzlich drohten also auch drohte Stellen abbauen. Die Funktionäre bangten dann um ihre Gehälter. Der ÖGB-Präsident musste zurücktreten. Die öffentliche Reputation war dahin. Und auch die politische Macht war bereits vorher schon während der Schüsselregierung von ÖVP und FPÖ stark gesunken. Und insofern fielen dann drei Krisen zusammen, also die Mitgliederkrise, die Finanzkrise und die Politikkrise. Und das zusammengenommen hat erst dazu geführt, dass sich der ÖGB aufgemacht hat, sich auch intern zu reformieren. Lange Zeit galt Österreich ja als extrem konfliktarm eigentlich. Und man hat immer so ein bisschen gesagt, die Streikgeschichte des ÖGB könnte man in Sekunden berechnen. Hat sich an diesem Umstand irgendwas verändert in den letzten Jahren? Also in dem Moment, als der ÖGB gemerkt hat, dass er unter der schwarz-blauen Regierung von Wolfgang Schüssel eigentlich nichts mehr zu sagen hat, in dem Moment flammte dann eine große Konfliktfreude auf in Österreich, im Gewerkschaftsbund. Und es kam zu Demonstrationen, auch dann zu Streiks. Und das war teilweise so skurril für die Mitglieder des ÖGB selbst, dass sie teilweise wahrscheinlich auch gedacht haben, dass sie irgendwie durch Streik im Gefängnis landen. Das heißt, die Funktionäre hatten anfangs sogar große Schwierigkeiten damit, die Belegschaften zu beruhigen, dass das auch eine relativ normale Praxis ist in westeuropäischen Demokratien. Und insgesamt hat sich dadurch aber nichts verändert an der Konfliktfähigkeit oder an der Konfliktfreude des ÖGB. Also nachdem diese Streiksdemonstrationen einmal waren, der ÖGB dann auch wieder durch einen Sozialminister, den er aus seinen Reihen stellte, in die Regierung wieder zurückkehrte und sich die politische Macht ansatzweise wieder erneuert hat, in dem Moment gab es auch keine Streiks und Demonstrationen mehr, die vom ÖGB ausgingen. Wenn du so das ganze Revue passieren lässt, würdest du sagen, das Verhalten des ÖGB ist eine typische Reaktion für eine Großorganisation, die auf eine Krise reagiert, oder gibt es im europäischen Vergleich irgendwie bedeutende Unterschiede zu anderen Gewerkschaften, die ganz anders auf sowas reagiert haben? Also der ÖGB ist ein gutes Beispiel für die These Schwäche aus Stärke, weil er ja anfangs sehr stark war und diese Stärke finanziell, organisatorisch, politisch hat ihn dazu verleitet, seinen Niedergang mit anzuschauen und nichts dagegen zu unternehmen. In dem Moment, wo man noch genug Kraft gehabt hätte, sich auch noch eben aus der Position der Stärke heraus zu reformieren und nicht mehr aus der Schwäche. Und das ist eigentlich ein typisches Phänomen für viele Gewerkschaften, gerade in Westeuropa, insbesondere auch in den Niederlanden und in Deutschland. Da war das ähnlich. Also Beispiel Niederlande, ein Gewerkschaftsbund oder mehrere Gewerkschaftsbünde, die institutionell unglaublich stark eingebunden sind über viele Jahrzehnte hinweg und die deswegen auch überhaupt gar keine Mitglieder gebraucht haben, weil sie in einem Wiederaufbau- und Nachkriegskonsens in den 50er Jahren eingebettet worden in das staatliche System, waren institutionell überall vertreten, konnten an allen möglichen Entscheidungen mitwirken, mussten immer gehört werden und da kam es dann eben auch nicht so sehr auf die Mitgliedschaft an. Ähnlich war das in Deutschland, auch da waren die DGB-Gewerkschaften fast in allen möglichen Gremien, Ministerien, Parlamenten mit Leuten, die ihre Interessen auch irgendwie vertreten, repräsentiert werden. Und insofern hatten auch die DGB-Gewerkschaften lange Zeit wenig Anlass, an ihrer Krise, die auch in den 60er, 70er Jahren schon eintrat, irgendwas zu verändern. Und auch dort war es ähnlich wie im ÖGB. In dem Moment, wo dann das Geld ausging, die Gewerkschaftskassen leer waren, hat man sich dann darum bemüht, wieder Mitglieder zu organisieren. Und erst dann trat eine, wenn man so will, wahrhaftige Reformtätigkeit an, die vorher immer nur eine
rhetorische Floskel war. Also stets hat man Reformgelöbnisse abgelegt in den 80er Jahren. Vor allem deswegen, weil man damals allein aufgrund der Statistiken, also aufgrund harter Fakten, handfester Zahlen, die Krise eben nicht mehr leugnen konnte, was man vorher lange Zeit gemacht hat. Und als das nicht mehr möglich war, hat man sich damit beschieden, einfach von Reformen immer nur zu erzählen, sie dann aber wirklich auch umzusetzen. Das kam erst, als kein Geld mehr da war und die politische Macht geschwunden ist und auch sonst keine Aussicht mehr bestand, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen ohne Mitglieder. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja,